Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zum Wochenendimpuls. Nach dem gestrigen Neumond-Orakel hatte ich erstmal wieder das Grundbedürfnis, mich ordentlich zu reinigen. Und wo macht man das am besten? Natürlich im Herzen von Mutter Natur. Und da ist nichts dienlicher als ein ordentlicher Wasserfall. Ja, das ist der größte, den wir hier bei uns in der Nähe haben. Aber fand ich auch schon wieder sehr, sehr passend, ja, weil wir sind ja in der Stiermondenergie, ja, und dazu haben wir heute als Tagesenergie die Fische. Fand ich schon wieder sehr, sehr geil. Und es ist auch schon wieder die Folge, aber ist ja klar, wir haben ja jetzt auch erst den Neumond, ja, es ist die Folge vom Neumond-Orakel. Schaut, hier haben wir, ne? Das Reinigen, das Klären, hier schaut mal, ne? Eine Tiefenreinigung und die Wolken stehen ja auch für die Illusion, für die Zweifel, ne? Für Flüche, wie wir es so schön im Neumond-Orakel hatten, schaut mal. Und da kann jetzt eine Tiefenreinigung, eine Befreiung von geschehen, ja, aber das haben wir ja auch im Neumond-Orakel schon gesagt. Und das passt auch wunderbar zu der aktuellen Energiearbeit, weil wir hatten ja in der Energiearbeit den Lotus, das neue Bewusstsein. Und da habe ich wieder meinen Teil zu beigetragen, das freut mich sehr, ja. Ich habe hinterher ein paar Streicheleinheiten über den Hinterkopf bekommen, weil ihr wisst, ich lege solche Orakel nicht gern, ja. Wenn es an mir geht, dann würden wir immer im Erdbeerland liegen, aber ja, das funktioniert mit einem offenen Wurzelchakra einfach nicht, ne? Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, ja, und sowas jetzt hier durchgespült wird, ja, durchgespült und gereinigt wird. Und wie gesagt, die aktuelle Energiearbeit, der Lotus, das neue Bewusstsein, das Aufblühen, da hatten wir die 55, wie passend zum Tor 5-5. Und die 55, die 5 ist die Hälfte von der 10, ja, das heißt, da kommt immer ein Kasus Knaxus, ne, womit wir wieder bei dem Zeitenwandler kommen, ja, eine neue Schiene, ein neues Gleis wird betreten, ein neuer Zug rollt ein und das spült hier einfach so diese Flüche durch, ja. Hier werden auch Verbindungen auf die Flüche, überflüssige Eide, Schwüre aus längst vergangener Zeit, was alles so an einen klebt, ja, das wird hier alles so durchgespült, durchgereinigt, ne. Hatte ich euch ja schon angeboten, ne, zur Verstärkung für euch, ne, nochmal Betonung für euch, nicht für irgendwelche anderen, ne, den Rohrreiniger dazu zu holen, ne. Ja, sehr, 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 sehr geil. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir so als Wochenendimpuls, ja, das ist so dieser Wandel, der hier mit diesem Wochenende reinfließt, ja, das klärt, das sauber spült, ne, damit wir so gereinigt durchs Tor 5-5 gehen können. Hier schaut mal, hier haben wir auch die 31, ne, Sonntag, die neuen Energien. Und was ist da betroffen? Schaut euch das an, das ist die 59, das ist die 14 und die 31, ne, der Fuchs und die Sonne sind halt immer die Scheinheiligkeiten, ja, die Verschwörungen, Intrigen, Mobbing oder wie wir es im Neumond-Orakel hatten, Flüche etc. pp., was alles in die Sonne, ja, also ans Tageslicht kommt und hier, ne, bereinigt, geklärt und wird. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Und damit bin ich jetzt auch mit dem Neumond-Orakel von gestern, was ich persönlich ein bisschen eklig fand, ja, was mich hier flüchten lassen hat zu unserem Wasserfall, wieder fein. So, ich habe die Skatkarten mitgebracht und möchte jetzt mit euch hier nochmal eine Skatkarte da drauf ziehen. Ich lasse euch hier nochmal kurz von unserem Wasserfall durchspülen. Ja, ich versuche wieder leise beim Mischen zu sein.
Nicht, dass ihr mir hier gleich einschlaft. Ja, ich mische und mische. Sehr meditativ, ja. Sehr meditativ. Und ihr werdet nicht glauben, was ich gezogen habe. Ich habe in meinem Skatkartenblatt die Joker drin gelassen, weil der Joker die Wunscherfüllung für mich einfach dazugehört, ja. Und genau der ist rausgekommen. Guckt euch das mal an. Was soll das übersetzt heißen, wenn wir hier den Joker darauf ziehen? Das soll übersetzt heißen, damit ist alles möglich, ja. Alles steht auf Null, alles steht auf Neuanfang, alles ist damit möglich. Und habe ich euch auch 7-11 gesagt, 7, die Schlange steht ja allgemein fürs Karma, ja, für zeitliche Verzögerung und so weiter und so fort, wisst ihr alles. Und die 11, die Routen für das Ausräumen, ja, für das Ausfegen, für das Auskehren, ja. Hier wird ein langer, langer Zyklus, ein langer, langer karmischer Zyklus bereinigt und geklärt. Und mit dieser Aufhebung von all dem, ja, ist alles möglich. Jegliche Begrenzungen, ja, die aus vergangenen Leben kommen, mein Verstand hat das auch noch nicht erfasst, ihr Hübschen, ja. Also wenn ihr da jetzt mit dem Köpfchen auch so ein Was? Unfassbar habt, ich kann es verstehen. Mein Kopf ist da auch noch nicht bei. Aber dazu werde ich auch belächelt, ja, und komme so ein Küsschen auf die Stirn. Und das ist so ein, der Kopf arbeitet halt nun mal mit Dingen, die wir bereits erlebt haben. Ja, also mit Vergangenheit, mit etwas, was der Kopf schon erfassen konnte. Oder mit Dingen, die wir uns erträumen, wünschen, Sehnsüchten. Ja, aber der Kopf, kann das jetzt nicht verarbeiten, weil das, was jetzt passiert, war halt eben noch nicht da. Ja, es ist der Nullpunkt. Es ist der Alles ist möglich, Punkt. Ja, der Oberknaller. Der Oberknaller. Und jetzt soll ich auch auflegen, ihr Hübschen, weil mir wird jetzt gerade wieder was zur Manifestation reingegeben, zur Blockadenlösung. Das schreibe ich mir jetzt gleich auf und dann setze ich euch das wieder aus auf Instagram. Ja, dann könnt ihr das nämlich so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Ja, Applaus, Applaus. So machen wir das. Dann wünsche ich euch fröhliches Reinwaschen, würde ich sagen. Und wer mag, hört dann morgen von mir mit einem Wochenorakel. Steht ihr jetzt? Kann ich euch das so am Herzchen geben? Ich möchte euch jetzt so gern ein Herzchen geben. Ja, dann machen wir das auch so. Bis dann. So, hören.